Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alundra. Ich habe gelogen, ich habe nicht gespeichert. ich bin gerade so hyped, dieses Spiel weiter zu spielen, sorry. Und ich habe mich gerade beim Cappuccino verschluckt. Jetzt dachte ich mir, fängst du schnell die Aufnahme an, bevor du noch schnupfst. Und ja, hier sind wir. Wir müssen jetzt erstmal gucken gleich. Oh Gott, es tut echt weh. Wo der Aufzug passend zu dem Schlüssel ist. Und dann dahin gehen, wa? Wir müssen die Leiter auf jeden Fall hoch. Und dann wahrscheinlich an die Tür. Mit dem kleinen Schlüsselloch. Wo wir dachten, dass da der Keysmith ran muss. Oder wo ich dachte, dass der Keysmith ran muss. Der Schlüsselmeister. Oder eigentlich ist es ja Schlüsselschmied übersetzt. Aber ich finde Schlüsselmeister witziger. Versteht ihr, wie in Matrix der Schlüsselmeister, ne? Kennt jemand noch Matrix? Ich komme mit meinen ganz aktuellen Referenzen. 2020 Matrix? Willst du mich verarschen? Keanu Reeves ist jetzt ein Cyborg. Oder zumindest... augmentiert. Ja, das ist er. Und wenn Cyberpunk nochmal verschoben wird, raste ich richtig aus. Der Schlüssel passt kaum in das kleine Schlüsselloch und ist so verklemmt, dass er sich nicht drehen lässt. Willst du den Schlüssel mit großer Kraft drehen? Na klar. Alundra versucht den Schlüssel mit aller Kraft zu drehen, aber er bewegt sich nicht. Noch schlimmer, der Schlüssel ist jetzt verbogen. Jetzt kann nur ein Profi helfen. Hoffentlich kriege ich den wach. Den alten Faulenzer. Wie kann der? Ich verstehe immer noch nicht, wie der in so einer Situation schlafen kann. Guck mal, hier sind überall Affen, die sind nur am Schreien, die wollen ihn umbringen. Und der verschanzt sich in der nächsten Hütte und ist was am Ranzen, weißt du? Solche Leute verstehe ich nicht. Ich kann auch tief schlafen, aber what in the world? Wobei, auf dem LARP habe ich auch schon mal ein ganzes Kampf verschlafen. Also, die haben unser Lager überfallen und ich habe es einfach verpennt. Naja. Hallo, wie geht's dir? Was stimmt nicht mit deinem Schlüssel? Das ist ja furchtbar, Mann! Ist es wirklich so dringend, dass ich ihn gerade biege? Ja. Okay, lass mal sehen. Schon fertig, mein Freund. Eine wunderbare Arbeit, wenn ich mal so sagen darf. Schau's dir an, Pfeil gerade und ein bisschen kleiner, damit du besser passt. Super. Aber wenn das, wenn der Schlüssel nicht gepasst hat. Achso, der ist ja verrostet und verdreckt, ne? Deswegen passt er nicht. Ah, okay. Also ein Schlüssel ist doch schon relativ klein. Wobei kommt drauf an, was das für ein Schlüssel ist. Weil das so ein gigantischer Türschlüssel ist. Wobei siehst du ja, ist ein kleiner Schlüssel. Nicht, dass der jetzt was falsch verfeilt hat. Und der Schlüssel jetzt gar nicht mehr passt, das wäre ja suboptimal. Der Schlüssel passt perfekt. Soll er umgedreht werden? Ja. Die Tür öffnet sich mit einem Knarren. Das ist kein Knarren gewesen. Sind wir jetzt endlich fertig hier? Ich will nicht mehr bei den Affen sein. Oh mein Gott, ist der schnell. Affen. Ah, Unbeharrter, hier ist das Ende deiner Reise. Zufälligerweise ist es doch das Ende deines Lebens. So ein Zufall aber auch. Da schlägt man ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder zwei Affen mit einem Breitschwert. Dämonenschwert, wir haben ein Dämonenschwert. Sorry, habe ich vergessen. Nach oben ist wahrscheinlich der richtige Weg, also gehe ich nach links und links ist nichts. Cool. Aber wir haben eigentlich viel bekommen hier. Wir haben mindestens zwei Lebensdiamanten bekommen. Ich glaube sogar drei? Zwei auf jeden Fall, das weiß ich. Die haben in der letzten Folge bekommen. Krasse Musik. Sollte ich mich jetzt anders hinsetzen? Vielleicht mache ich das mal. Oh, yes. Hey, den kennen wir doch. Wer fordert mich heraus? Was für ein Menschenjunge, du bist der Erzfeind der Murk. Ich werde ein Festes mit deinen Eingeweihten veranstalten. Okay, dann. Oh mein Gott, ein Propeller. What sound does a helicopter make? A helicopter? Okay. Oh! Das sieht eher aus wie ein Affendämon. Oh, no, no. No, 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 no.
Helikopter. Ach, der prallt ab. Ach, der folgt mich gar nicht. Der prallt einfach nur ab. Okay. No! 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 Ein bisschen verfolgt er mich schon. Stop it! Liest der meine Inputs? Der liest meine Inputs. Ein bisschen verzögert, aber der liest meine Inputs. Hat sich genau bewegt wie ich. Das ist ja cool. Oh oh. Ach, der verfolgt meine Spur. Ah. Der liest nicht meine Inputs, aber er verfolgt genau meine Spur. Oh Gott, aber nicht immer. Der hat verschiedene Moves. Was ich von dem Boss auch erwarten will, vor allem wenn ein Boss so angeteasert wird. Nein, bleib stehen! No! Lass mich zufrieden, elendes Affenkind! No! No! Not like this! No! Oh, dear God! Mother! Das hat schon echt viel Schaden gemacht. Ich sollte noch ein bisschen aufpassen. Oh ja, natürlich. Es spawnen noch mehr Affen. Das habe ich auch erwartet. Hier kommt. Da ist er. No. Hör doch mal auf. Hm. Ey. Der war gar nicht so schwer. Sasan, den König der Murk, besiegt. Wir haben ihn nicht getötet, wir haben ihn nur besiegt. Mhm. Bei der Produktion dieses Spieles wurden keine Affen verletzt. Ah, die Welt löst sich auf! Ah. Okay, ich dachte, da kommt jetzt Melsas nochmal. Oh! Das Achat-Wappen erhalten! Nice. Wie viele brauchen wir? Ich glaube 6, nee, 8 oder 7 oder 8? Ich glaube 8 waren es, ne? Wir haben jetzt 4? Wir haben 4, oder? Ja. Jetzt haben wir wahrscheinlich 5. Jo. Weil die Affen hatten ja einen geklaut. Also offensichtlich haben sie 2 geklaut. Dann fehlen ja nur noch 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Offensichtlich fehlt uns nur noch eins. Weil ich kann nämlich keine anderen... Ah doch. 7 sind es dann wohl. Okay. Saphir-Wappen. Blau-grünes Wappen. Okay. Ich weiß jetzt nicht durch. Ist das alles? Kein Loot? Keine Belohnung? Also keine Item-Belohnung in Sachen von... Hey, ich kann das jetzt benutzen und bin voll toll. Nur Plot. Nur Plot-Items. Ich kann hier nicht mal runterspringen. Dann gehen wir wohl zurück nach Hause. Ah! Wir sind trotzdem Affen. Ah ja. Schrei du nur. Ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich brauche eine Pause von Affen. Ich würde lieber ein paar Sachen anzünden jetzt mit unserem neuen Stöcker. Den konnten wir noch gar nicht richtig zum Erkunden benutzen. Was ich auf jeden Fall erkunden will, ist die Schmiede beim... Also der Brunnen beim Schmied, so rum. Und die Leichenhalle. Weil da kann man ja Fackeln anzünden. Und dann mal gucken. Denk dran, geh auf Zehenspitzen, dann nimm eine große Banane mit. Okay. Den Witz fanden die Entwickler bestimmt richtig gut. Ist charmant, ist halt nicht witzig, ne? So, wie komme ich denn jetzt hier am schnellsten raus? Das ist eine hervorragende Frage. Achso, hier. Über den Shortcut, den ich frei gemacht habe. Hier sind Pilze. Sehr schön. Und dann hier runter. Muss ich da rein? Ne, ich muss hier lang, ne? Ja, 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 genau. Und jetzt kann ich da nicht. Ich kann da nicht runter. Da kann ich nicht runter. Ich dachte, dafür ist es da.
Warte mal, ist das nicht ein Umweg? Das ist ein Umweg, hier war der Steingolem. Hier will ich gar nicht sein. Hier will ich gar nicht sein, du. Ja, ja, komm. Lasst mich zufrieden. Aha. Aha. Ja, hier sind wir richtig. Gott sei Dank raus hier. Wir haben es geschafft. Wir sind bei den Affen fertig. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist so schön. Ich will hier nie wieder hin. Lass mich weg. Lass mich gehen. Ich ertränke mich jetzt hier. Okay. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal hier oben lang. Ich gehe mal nach oben und wir wissen, wo ich da rauskomme. Vielleicht hilft mir das ja. Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken kann ja nicht schaden. Wahrscheinlich wird uns jetzt auch gleich gesagt, wo es denn weitergeht. Weil wir haben jetzt viel geschafft. Wir haben den Feuerpalast gemacht. Wir haben den Murk-Tempel gemacht. Also den Murk-Baum. Viel wird es auch nicht mehr zu erkunden geben, schätze ich, oder? Ich meine, wir waren ja fast überall mittlerweile. Da komme ich nicht raus. Mist. Wir müssen noch zu dem See mit dem versunkenen Schloss, von dem wir erfahren haben. Weil sonst würde das nicht so angeteasert werden. Ist ja wohl logisch. Wahrscheinlich noch in ein paar Albträume? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Und wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen umgucken mit unserem neuen Stöcker. Vorausgesetzt, ich komme irgendwann an Land. Gibt's hier denn nicht irgendwie eine Möglichkeit, mal an Land zu kommen? Dankeschön, wenigstens hier. Dann halt so. Hallo Nava, hast du was zu sagen? Irgendwas Wichtiges, irgendwas Interessantes vor allem? Vor allem interessant. Willst du mich vielleicht mal durchlassen? Melsas hat die Burg schlauer gemacht. Es wäre falsch, ihre Stärke oder ihre Gerissenheit zu unterschätzen. Sei vorsichtig, Alundra. Ja, die sind schon tot. Danke. Die habe ich schon besiegt. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal rauf. Das wäre ungünstig. So, wo ist unser Flammenstöcker? Wir können jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Kann man die Bäume jetzt eigentlich wegbrennen? Man kann die Bäume nicht wegbrennen. Das ist ja seltsam. Ich kann die Bäumstämme nicht wegbrennen. Das heißt, ich komme da immer noch nicht zu dem Item. Das heißt, ich krieg noch irgendwas, wahrscheinlich eine Axt, um die Baumstämme wegzufällen. Oh mein Gott. Ich dachte, wir kommen jetzt mal hier ein bisschen voran. Nun denn. Gibt's hier vielleicht irgendwo was anderes, was ich wegbrennen kann? Hier ist die Stadt. War hier drüben da nicht ein Busch? George? Bist du's? Nein. War der da noch weiter östlich? Oder war der im Norden? Ich weiß es nicht mehr. Da sind auf jeden Fall Truhen, an die ich nicht rankomme. So viel zu dem Thema. Ja, gut. Was auch immer. Komm ich da hoch? Da kommt man doch hoch. 100 Pro komme ich da hoch. Mist, okay. Komm ich nicht hoch. Na gut. Platsch, platsch, platsch. Wo sind wir? Hier ist noch so ein Ding. Okay. Da ist eine Höhle. Ach, das ist die Echsenhöhle, da waren wir ja schon. Das erklärt auch die Platschgeräusche gut. Das heißt, wir sind also im Nord, im Südosten meine ich natürlich. Und zwar so weit, dass hier wieder die Echsen sind. War hier nicht noch irgendwas zu brennen? Drüben kam ich auch noch nicht hin. Meine Gern! Gibt's doch nicht. Wie komme ich voran? Ah! Hier! Mit der Sprungbohne. Und jetzt kann ich hier hoch und kann auch hier hoch. Aber da will ich noch gar nicht hin. Mist. Das ist eigentlich auch egal, wo ich lang gehe, ne? Gehe in beide Richtungen. Au! Oh, was zum Heilen. Danke. Ach, da ist die Bohne. Ich gehe, das ist links lang. Weil hier mehr Kisten sind. Ein goldener Falke. Das ist wahrscheinlich gut. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wo wir sind.
Ich hoffe auch, dass das nicht einfach nur Collectibles sind. Das wäre nämlich sauöde. Hoffentlich kriege ich hier irgendeine Kiste auf, damit ich weiß, dass ich hier schon mal war. Ansonsten nehme ich die Kräuter einfach so mit. Okay. Ich verstehe schon. 1, 2, 3. Und voll. Und unten ist wahrscheinlich noch ein Heilkraut. Ich würde ja eigentlich nur mitnehmen, weil dann die Truhen offen sind. Die kosten ja nichts. Ich meine, wir haben 2000 Dublonen. Gulden, wie auch immer. Aber wir können nichts damit anfangen. Vielleicht hat der Schmied aber was Neues. Oh! Yeah! Unser 35. Schön. Beziehungsweise der 25., den wir gefunden haben. Wir bedenken, dass wir mit 10 HP angefangen haben. Ah, ich komme nicht zurück, Mist. Sind schon ganz schön weit gekommen. Wir sind richtig tanky, würde ich sagen, wenn wir nicht trotzdem den gleichen Damage kriegen würden, weil alles einfach mehr Schaden macht. Aber gut, dass wir mehr HP haben, weil wenn alles viel mehr Schaden jetzt macht, dann würden wir ja einfach nur sterben, wenn wir nicht mehr HP hätten. Versteht ihr, wie ich meine? Versteht ihr, wie ich meine? Und den Feuerstab equippen. Und hier Ruff. Und hier drüben müsste eigentlich das Anwesen von... halt das erste Anwesen sein. Wow, was ist das? Ein Zaubersamen! Oh! Das ist mehr Mana! Da knackt das Mikrofon. Headset, wie auch immer. Oh mein Gott, wir haben 2 Mana! Wir haben doppelt so viel Mana, Leute! Das gibt's nicht! In der Wiese, Mensch, wie! Geil. Jetzt gehen wir noch zum Schmied, weil wir jetzt gerade schon in der Nähe sind. Jetzt machen wir mal die ganze Erkundungstour, die ich eh machen wollte, ne? Komm her, mal ein bisschen gucken, ein bisschen umschauen, ein bisschen looten. Ein bisschen looten, ein bisschen bluten. Wahrscheinlich muss ich jetzt unten bei dem Brunnen eh plottechnisch weiter. Aber halt erst, wenn man mit jemandem geredet hat, so wäre es ja wahrscheinlich logisch. Die Truhen hatten alles nichts Ordentliches drin. Da weiß ich sogar, dass wir bei denen waren. Hallo? Können Sie mir helfen? Na? Was willst du, du Spacko? Willst du jetzt was kaufen oder da rumstehen? Du hast ja nichts Ordentliches. Wie war das? Merkwürdiges Ding hast du da, lass mal sehen. Es ist ganz schön alt, aber ich könnte es reparieren. Hatte ich die nicht das letzte Mal schon dabei? Soll ich anfangen? Ja, klar. Umsonst kann ich es dir nicht geben. Wie wäre es mit lächerlichen 2163 Gulden? Ich kann nicht fassen, dass wir nicht genug Geld haben. Willst du das wirklich behalten? Ich nehme es an. Du kannst damit tun, was immer du willst. Moment. Ich will nochmal mit ihm reden. Ich will wissen, ob der wirklich 2163 Gulden dafür haben will. Weil das sieht nach einem sehr, sehr krummen, seltsamen Betrag aus. Ja. Hast nicht genug Gulden und hier gibt's nichts umsonst. Wow. Das ist ein Arsch. Na gut. Er hat ja recht. Ich kann aber trotzdem nicht glauben, dass wir nicht. Wir haben so viel Geld, wieso reicht es nicht? Jetzt muss ich wieder Büsche farmen. Ah! Aber Büsche bringen auf jeden Fall schneller Geld als irgendwelche Monster, weil Monster brauchen einfach länger zu killen. Well. Vielleicht finde ich ja unter seinem Haus ein paar Sachen zum Verkaufen. Das nenne ich mal eine herbe Enttäuschung. Wahrscheinlich stellt sich irgendwann auch einfach raus, dass ich die goldenen Falken verkaufen kann. Das wäre auch einfach nur erbärmlich, aber schauen wir mal. Man müsste eigentlich auch meinen, dass ich mittlerweile echt mal jemanden gefunden hätte, der was damit anfangen kann. Oder mir zumindest einen Hinweis geben kann. Wir spielen ja jetzt doch schon ein Stück. Irgendwas muss man doch damit mal anfangen können. Wenn wir 2200 Gold haben, dann werde ich zu diesem Schmied hinfliegen und ihm mein ganzes gesamtes Geld ins Inventar stecken, um unsere Rüstung abzugraden. Und hätte ich das gewusst, dann hätten wir trotzdem nicht genug Geld gehabt, also ist eigentlich auch irrelevant. Irrelevant. Ja, dann gehen wir jetzt mal Richtung Stadt. Also eigentlich erstmal Richtung Friedhof.
Ich versuche noch ein paar Pflanzen unterwegs zu finden und die mitzunehmen und anzuzünden. Und ja. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwo eine Pflanze gab, die ich gesehen habe, die mich so sehr gestört hat, dass ich da unbedingt dran vorbei wollte, aber mir fällt gerade keine ein. Naja. Werde ich schon noch finden. Oder halt nicht. Sehen wir dann. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, eure Buffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.